Herzlich willkommen bei Leuchtkraft TV und Vivodera TV zum Interview zum Thema echte Männlichkeit und zur Frage, was schwächt die Männlichkeit am meisten? Heute ist wieder André Blank von Vivodera da. Er ist Naturheilpraktiker in der Schweiz und Autor zahlreicher Bücher. Und sein wichtigstes Buch ist das Ineologiebuch mit über 900 Seiten. Herzlich willkommen an dich, André. Ja, herzlichen Dank, Nina, wieder für die Einladung. Ich freue mich auf das Interview, das Gespräch, ja. Ja, die erste Frage ist, was ist echte Männlichkeit? Ja, das ist eine sehr interessante Frage. Wenn wir alle im Grunde, die, vielleicht nicht alle, die schon länger dabei sind, kann man manchmal sagen, alle, die ein bisschen länger dabei sind oder die das halt schon beobachten, was da draußen passiert, dann sieht man, egal ob als Mann oder als Frau, ja, stellt man sich früher oder später diese Frage, was ist überhaupt echte Männlichkeit? Und ich erkläre das immer so, wenn du kannst diese Frage so vielen Leuten stellen, was ist echte Männlichkeit? Und dann bekommen wir tausend verschiedene Antworten. Ja, das war früher anders, natürlich, aber auf einen Punkt. Ganz einfach. Männlichkeit bedeutet, oder ein wichtiges Attribut für Männlichkeit ist, an allererster Stelle für den Mann ist Unerschrockenheit. Das ist Männlichkeit. Natürlich gibt es noch viele, wir kommen dazu, Attribute oder Eigenschaften. Unerschrockenheit ist eine Charaktereigenschaft, die ein Mann haben muss. Und jetzt können wir fragen, jetzt stell dir mal vor, was in den letzten 2, 3 Jahren da passiert ist und schon viel, viel länger. Wenn die Männer diese Unerschrockenheit, eben diese Männlichkeit, und dazu gehört auch dieses Stopp, dieses sich hinstellen, dieses auch Mut, ja, eben Unerschrockenheit ist im Grunde, schließt das alles ein. Denn diese Unerschrockenheit, genau das fehlt diesen Männern. Und dann wäre das alles, was in den letzten 2 Jahren und auch sonst da passiert, unmöglich. Denn dieser Motor, diese Kraft dahinter, diese Männlichkeit fehlt, kann ich sagen komplett, aber vielleicht noch 5%. Und wenn du den Ärzten zum Beispiel aus den USA zuhörst, die in den Bereichen Notfallklinik und so weiter arbeiten, die sagen ihren Patienten, wenn natürlich nicht die meisten Ärzte, aber die in diesen Bereichen arbeiten, die sehen so viele Patienten, egal hier auch Männer und Frauen, die kommen dorthin und sagen, wenn du als Mann irgendwo ab 50 noch gesund sein willst, und es beginnt ja schon viel früher, musst du wirklich etwas dafür tun. Und dann schau dir einmal die Männer an, die über 50 sind. Und deshalb diese Zahl, das sind nicht mal 5%. Und diese Ärzte sagen dann, die in diesem Bereich arbeiten, egal ob ein Patient kommt, ob er ein künstliches Gelenk braucht. Und die meisten kommen mit Heart Failure, mit Herzproblemen oder in die Notfallklinik und so weiter. Und dann sagt ein Arzt zum Beispiel, oder ja, sie müssen sich bewegen. Sie müssen so und so viel Muskelmasse auf ihren Körper draufpacken. Natürlich könnte man sagen, da gilt denn Unerschrockenheit für die Frau nicht gleichermaßen. Ich würde sagen, natürlich braucht eine Frau auch Mut und Strenge und Disziplin. Wäre ja schlimm, wenn nur der Vater streng wäre und die Mutter nicht. So immer der Böse und die Gute. Nein, natürlich auch. Aber es gibt einen Unterschied. Der Mann ist mehr Yang. Hier, man sieht es schon, und die Frau ist mehr Yin, das Sanfte, das Weibliche. Nun gibt es immer Zeiten, wenn man irgendwo durchs Leben geht und diese Männlichkeit so geschwächt ist und der Mann einen Unfall hat oder krank ist, dann springt die Frau ein und muss diesen Part halt für einen Moment übernehmen. Sie kann das niemals gleich. Und dann kann man sich fragen, eben diese Unerschrockenheit, die fehlt, ich kann nicht sagen komplett. Aber die fehlt wirklich auf der ganzen Ebene. Denn diese Angst, die da draußen vorhanden ist bei den Männern,
Deshalb kann ja das System oder die Matrix nur so funktionieren, weil die Männer das zulassen. Wir können auch fragen, warum das so ist. Natürlich, da ist eine Agenda dahinter. Sonst würde die Matrix so nicht funktionieren. Die wollen auf ihrer Seite die Starken, quasi die Soldaten, aber die Männer in der Gesellschaft, die müssen schwach sein. Also Männlichkeit, Unerschrockenheit, Mut, ja, sehr, sehr wichtig. Warum gibt es überhaupt heutzutage so viele schwache Männer? Ja, und das ist die Matrix, das hat System. Warum gibt es so viele Männer? Weil das System, also ganz einfach, es gibt immer zwei Möglichkeiten. Also, es gibt immer Zentralismus und Föderalismus. Und Zentralismus bedeutet, das sind die Könige. Und die Leute denken, ja, aber in den Schulen haben wir aus der Geschichte gehört, früher gab es Könige, heute gibt es Könige nicht mehr. Nein, das ist genau falsch. Und da beginnt ja schon die Manipulation. Das ist wie zu sagen, ja, früher habe ich Zucker, also weißen Haushaltszucker konsumiert und heute esse ich Honig. Das ist wie, ja, es ist nicht dasselbe wäre. Honig besteht zu 80% aus Einfachzucker. Und genauso ist es. Das ist eine Manipulation, eine Täuschung. Oder wenn man diesen weißen Haushaltszucker, den raffinierten weißen Haushaltszucker, also ein Monosaccharid, ein Einfachzucker oder Zweifachzucker, wenn man das ersetzt durch künstlichen Süßstoff und denkt, das sei dann weniger schädlich. Oder eben Zucker und Honig ist noch ein besseres Beispiel. Ist genau das Gleiche am Ende. Weil es hat die gleiche Wirkung. Und diese Frage müssen wir uns stellen. Warum ist etwas so? Uns interessiert, oder noch ein Beispiel aus der Praxis. Wenn wir sagen, ja, wir brauchen das ist etwa dasselbe, dass die Leute immer denken, ja, eine basische Ernährung. Was ist eine basische Ernährung? Es gibt keine basische Ernährung. Es gibt eine basenbildende Ernährung, weil uns interessiert am Ende nicht, ja, Zitrone ist sauer. Dann wäre das eine saure Ernährung. No. Zitrone oder Zitronensaft, die Zitronensäure ist eine milde Säure, die aber basisch verstoffwechselt wird. Und jetzt als Vergleich oder um das zu verstehen, das ist eine Manipulation und die Leute lassen sich davon beirren. Also, das, was es gibt, ist, und warum das passiert, es gibt immer Zentralismus, also aus einer Zentrale wird es Diktatur, das sind die Könige. Gleich oder equal gleich selbsternannte Eliten. Und früher waren die Könige nichts anderes als selbsternannte Eliten, weil die haben sich nicht vom Volk wählen lassen. Und die haben auch nicht gefragt, wir ziehen jetzt mit unserer Armee, respektive die lassen das ausführen durch das Volk. Die Könige könnten gar keine Könige sein ohne das Volk. Genauso wie der Feminismus nicht existieren könnte ohne die Männer, die das stützen. Es funktioniert gar nicht. Es braucht immer beides. Yang als Kern zum Beispiel und Yin. Sonst funktioniert das nicht. Also, und diese Könige, wenn du denkst, wenn du irgendwo in ein Land einmarschierst und wenn du irgendwo die Macht übernehmen willst, was macht ein König oder ein Herrscher? Was ist der erste Gedanke? Was war in der Geschichte immer so? Ja, die Männer und die Jungs werden vernichtet und getötet. Das ist in der Geschichte immer so. Das weiß man. Warum? Weil die werden diesen Königen ge gefährlich. So, und weil man das heute zwar immer noch macht, denkst, wie viele Kriege gab es in den letzten 100 Jahren, auch nach dem Zweiten Weltkrieg, auf der Welt, wie viele Männer, die Männer, das sind die, die in die Kriege geschickt werden als Soldaten. Das kommt ja noch dazu. Und die meisten machen das nicht unbedingt freiwillig. Wenn man jetzt die USA anschaut, natürlich ist es dort freiwillig. Schau dir mal, welche Soldaten dort sind. Die holen die irgendwo ab. Und jemand, der eine gute Ausbildung hat
und weiß, was auf ihn zukommt und dass die meisten nicht nur physisch verkrüppelt oder gar nicht mehr zurückkommen, sondern psychisch bis an ihr Lebensende verkrüppelt sind nach diesem Krieg, nach einem oder sogar mehreren Kriegseinsätzen. Das erzählt denen vorab niemand. Und es sind die Männer, die dorthin geschickt werden. Also, und das, was passiert oder warum das so ist, weil die Könige, die selbsternannten Eliten, wissen, das, was ihnen im Wege steht, das sind die Männer. Und deshalb, wenn man das heute, zwar wie gesagt, eben immer passiert, das passiert immer noch mit den Kriegen, dann mit den ganzen Schlumpfungen in den letzten 2 Jahren, natürlich nicht nur für die Männer und für die Jungs, Deutschland zum Beispiel, das kann jeder nachlesen, 4000 Fälle von Hodenkrebs, viele davon sind Fußballer, alles plötzlich und unerwartet nach den letzten 2 Jahren. Und die Gründe, natürlich, die Gründe, die wahren Gründe, die findest du nicht irgendwo im Mainstream. Da muss man schon selber denken. Aber alle diese Zufälle, die da passieren. So, und die Männlichkeit wird ja nicht nur auf physischer Ebene, und das ist genau das, geschwächt. Mit diesen ganzen Giftstoffen, die auf die Männer losgelassen wird. Also das hat System. Aber warum das gemacht wird, ist, weil wenn du irgendwo einen Bereich übernehmen willst, musst du das schwächen, was dir am meisten, am stärksten im Wege steht. Und das sind natürlich eine Armee von starken Männern. Und das Zweite, was du brauchst, ist immer, was brauchen die, um Kriege zu führen? Geld. Und dann Kanonenfutter, also Männer, Soldaten. Und wenn du die Männer schwach hältst und arm hältst und vor allem anderen dumm hältst, wir reden ja jetzt nur, das geht genauso natürlich für die Frau, die sind ja in genau gleichen System Kindergarten, System Schulen, System Universitäten. Und dann erzählt dir jemand, ja, aber ich habe studiert. Ja, aber ich habe, ist ja ganz klar, weil diese Leute haben das gelernt und denken, das ist wissenschaftlich anerkannt. Warum? Das ist nur in deren System so. Natürlich glauben die das. Das sind zwei Welten. Und wenn du in der Matrix, in dem System ausgebildet bist, kannst du auch nur das glauben. Was dir dort gelernt wird oder gelernt wird, ja. Also. Und das hat System, weil das, was am ersten geschwächt werden muss, und übrigens, die Weiblichkeit oder die Frau oder die Weiblichkeit wurde genauso geschwächt. Und wenn man einfach denkt, ja, wir müssen die Männer stärken oder deren Männlichkeit wieder stärken, dann ist es viel zu einseitig, weil, oder die Männer sind die Opfer. Nein, genauso, zu genau gleichen Teilen heute die Weiblichkeit und die Frauen, genauso. Weil auch wenn wir sagen, ja, die Männer stehen die Königin mehr, die Frauen genauso. Und am Ende, um das ganzheitlich zu machen, stehen den Königen oder den selbsternannten Eliten, steht immer was im Wege? Eine Familie. Bitte? Die Familie. Die Familie, um das ganzheitlich und nicht nur der Mann. Aber in diesem Fall, ja, natürlich. Und ein starker Mann ist, der ist dann richtig stark, wenn er die Unterstützung hat von seiner Frau und umgekehrt. Dann ist es eine Einheit und dann ist man quasi unbesiegbar. Dann ist es viel stärker noch als alleine. Aber natürlich müssen wir die Männlichkeit stärken, auch für sich unabhängig, und die Weiblichkeit stärken für sich unabhängig. Es braucht beides. Aber das System, und wenn wir darüber sprechen, Nina, dann ist es uns sonnenklar, was da draußen passiert. Aber viele verstehen nicht mal die Grundlagen und sagen ja noch heute, ja, das sind ja alles Verschwörungstheorien. Warum? Weil sie so tief in der Matrix sind. Und der Hauptgrund ist, und das gilt egal für Mann oder für Frau, warum das alles so passiert. Auf einen Nenner, das ist so einfach. Die Menschen, auch die Männer, sind so stark vergiftet auf physischer Ebene und auf metaphysischer oder geistiger Ebene, dass sie nicht mehr klar denken können. Und jemand, der sich daraus befreit hat und sagt, auf physischer Ebene,
gesunde Ernährung. Und auf metaphysischer, geistiger Ebene, im Bewusstsein, ist auch wichtig, gesunde geistige Nahrung. Für uns ist das alles sonnenklar. Und dann geht man seinen eigenen Weg. Ja, aber das ist genau das. Warum sollten die das tun? Weil, und im Grunde ist es wirklich zu einseitig, wenn wir sagen, ja, die Männer werden geschwächt. Natürlich, wenn das unser Thema ist. Aber was geschwächt wird im Ganzen? Die Menschen werden im Ganzen so krank gemacht und ein Resultat oder ein Ergebnis daraus ist, auch die Männlichkeit wird geschwächt. Die Testosteronlevel bei Männern, und auch da komme ich wieder auf die erste, vieles kommt nun mal aus den USA, die sind da immer ein bisschen früher. Und viele Ärzte, früher gab es das nicht, dass Ärzte YouTube gemacht haben. Heute macht das unzählige Ärzte, machen ihre eigenen YouTube und sagen, du, ich habe das zwar so gelernt, aber da stimmt doch etwas nicht. Und weißt du, was uns das zeigt, Nina? Das zeigt uns, dass eben doch noch viele Menschen so etwas wie ein Gewissen haben. Sonst würden die nicht nach außen gehen damit. Das bedeutet, du, da stimmt etwas nicht. Wie wenn du irgendwo in einer Gruppe bist und irgendwo feststellst, da stimmt etwas nicht, dann hältst du es nicht zurück. Das ist genauso manipulativ. Das wäre ja fast bösartig oder feige. Und diese Männer oder diese Ärzte, auch Frauen, das hat man auch in den letzten 2 Jahren gesehen, die gegen die Schlumpfung da reagiert haben. Also, und diese Ärzte, die sagen alle, die Testosteronlevel der Männer haben in den letzten 40 Jahren und fast jedes Jahr um 1% abgenommen. Das heißt, auch die ganzen Laborwerte werden oder wurden in den letzten Jahren, letzten 20 Jahren, so nach unten korrigiert, dass man sagt, wenn ein junger Mann zum Arzt geht und der fühlt sich immer müde, es kann tausend andere Gründe haben. Oft hat es aber wirklich den Grund, dass zu wenig Testosteron produziert wird. Und dazu kommt, dass viele junge Männer, auch ältere sowieso, Gynäkomastie haben, also diese Fettbrüste, Gynäkomastie, oder? Das heißt, siehst du im Sommer, wenn du irgendwo an einem See bist, im Schwimmbad geht man sowieso nicht, wegen dem Chlorwasser, ist egal, aber du siehst, wie viele wirklich Männer, wir reden jetzt von den Männern, mit einer gesunden Skelett oder vollbepackten Muskulatur, findest du wirklich nicht viele. Die meisten sind, und im Winter sieht man, oder in der Übergangsphase sieht man es weniger, aber im Sommer sieht man es, egal in welchem Alter. Entweder sind die dünn oder übergewichtig oder so ein bisschen, aber wirklich mit Muskulatur und mit zu wenig Testosteron kannst du keine Muskulatur aufbauen. Dazu kommt, die Männer, die dieses Viszeralfett, also Bauchfett haben, je mehr Viszeralfett, desto mehr Östrogel, also das weibliche Hormon, ist daran gebunden. Und desto weniger Testosteron. So, und die Männer gehen zum Arzt, machen irgendwo mal ein Laborwerk. Das heißt, dann werden die Hormone vielleicht gar nicht angeschaut. Ja, bei einem jungen Mann ist das gar nicht relevant. Wenn man es anschaut, dann schauen die nur das totale Testosteron an. Aber das freie Testosteron, das wirklich für den Körper zur Verfügung steht, schaut kein Mensch an. Die Ärzte schauen das gar nicht an. Aber die amerikanischen, die Endokrinologen, diese, und jetzt kommt das langsam rüber, auch da, dass man diese Werte mal anschaut. Und eben nicht nur die männlichen Hormone, sondern auch, warum fühlt er sich immer so schlecht, obwohl sein Testosteronwert vielleicht sogar im Range ist, aber irgendwo am unteren Wert. Wenn man weiß, dass man früher, oder die Werte sind zum Beispiel heute von 9,8 bis 39. Warum Nanomilligramm pro Liter? Warum gebunden, also totales Testosteron? Warum 9,8? Warum nicht 10 bis 50? Und bei 39 hört das auf. Und wer sagt uns nicht, dass die Männer früher Testosteronwerte hatten? Von 40, von 45, von 50. Warum? Und dort hört die Tabelle auf. Und wenn ein Mann zu wenig Testosteron hat, dann fehlt ihm nicht nur die Libido, das sowieso, ihm fehlt der Antrieb, Mut, Disziplin. Disziplin, Lebenskraft, Mut, alle diese Dinge, das fehlt. Und wenn du heute, ich sage, egal, auch ältere, aber jüngere Menschen fragst, was haben die für ein Ziel? Man weiß aus den USA, wenn man Vergleich gemacht hat mit China, die Jungs dort, die wollen irgendwann alle Raketenwissenschaftler und alles werden.
Und in Amerika hat man junge Leute gefragt, eine Studie, ja, ein bisschen hier Influencer oder irgend so etwas. Was ist das für ein Ziel? Oder gar nichts und mal schauen. Oder wenn du mit Jüngeren, wir sind alle jung, aber wenn du diese Leute fragst oder diese Männer, was habt ihr für ein Ziel? Die haben auch gar kein Interesse an der Weiblichkeit oder eine Frau kennenzulernen. Und das hat aber auch noch andere Gründe, natürlich. Die meisten Männer, die heute irgendwo ein gewisses Alter haben, die wollen gar keine Beziehung mehr. Die wollen gar nicht mehr heiraten. Warum? Weil sie sich beschissen fühlen. Und so weiter. So, das heißt, übrigens, 70% aller oder sogar 80% der ganzen Werbung ist für die Frauen. Auch die Kaufhäuser, wenn du das ganze Zeug. So, aber das ist ein anderes Thema. Also, was wird dann überhaupt für die Männer gemacht? Wenn man schaut, diese ganzen Männerkurse und Coachings und so, die dann von irgendwelchen Psychologen gemacht werden, die gehen dorthin und gehen vielleicht ein Lagerfeuer machen mit einem Sturmfeuerzeug, aber die jammern sich dann voll. Damit hat es nichts zu tun. Da muss jeder bei sich selber beginnen. Aber, und dazu kommt, die meisten, auch Männer, haben heute Angst, ihre Meinung zu sagen, egal ob in einer Beziehung oder draußen. Das hat genau damit zu tun. Also, und das hat alles System, dass eben die Männlichkeit, die Fruchtbarkeit, das heißt Zeugungsfähigkeit beim Mann und auch die Fruchtbarkeit bei der Frau, das hat ja alles massiv abgenommen und nicht erst nur aus den Gründen der letzten 2 Jahre, sondern die ganzen Plastikflaschen, das ganze Hormone im Wasser, die ganze Ernährung und so weiter, das hat alles damit zu tun. Und wenn man weiß, was das Ziel ist, der Könige oder der selbsternannten Eliten, für uns ist das alles sonnenklar. Wir wissen, warum das passiert. Das hat einen Grund, ja. Was wäre der erste Schritt, um die Männlichkeit wieder zu stärken und auch die Testosteronwerte? Ja. Das Wichtigste ist natürlich, um die Männlichkeit wieder zu stärken, erstmal im physischen Bereich die Männlichkeit wieder zu stärken. Und der physische Bereich bedeutet für mich, und für mich gilt das für jeden Mann. Natürlich, einer ist vielleicht ein Maler und ein Zeichner und nicht jeder ist gleich. Aber als Aussage, als Anleitung, wenn du männlich sein willst, als erstens im physischen Bereich eine wirklich, nicht nur eine gesunde Ernährung, ich muss es heute so sagen, eine sehr, sehr, sehr gesunde Ernährung. Und erst dann checken das die Leute überhaupt. Eine sehr, sehr, sehr gesunde Ernährung. Ja, aber dann kann man ja nichts mehr essen. Also eine blöde Aussage. So eine Opferhaltung, dann kann man nichts mehr essen. Das hörst du seit Ja. immer. Ich habe schon seit immer gehört, dann kann man ja gar nichts mehr essen. Ja, wenn das so wäre, wären wir alle verhungert. Ganz im Gegenteil, dann kann man plötzlich keinen Schrott mehr essen. Und wenn man auch da weiß, die Agenda dahinter, warum, ist wichtig zu verstehen, warum wird Zucker, und heute auch da wieder kommen die amerikanischen Ärzte und Wissenschaftler und was ich schon seit immer sage, Zucker wird von den meisten Männern, wir reden jetzt von den Männern, auch Frauen, die für ihre Männer kochen, sind dann verantwortlich, wenn es die Männer nicht besser wissen und die Frauen auch nicht. Zucker wird von der WHO als Nahrungsmittel deklariert. Wer kommt auf so eine Idee? Und jetzt wissen wir, dass Zucker so stark Yin, ja, aber so stark säurebildend ist. Und Zucker ist ja kein Nährstofflieferant. Ergo, das ist auch eine Manipulation. Du kannst es in jedem Laden kaufen. Nahrungsergänzungsmittel werden ja immer mehr bekämpft und die wollen das sogar verbieten. Du hast noch nie jemanden gesehen, der an Vitamin D3-Überdosis umgefallen ist. Gibt es nicht. Dr. van Helden hat ja 1 Million Einheiten ein Jahr lang genommen. Soll man nicht nachmachen, aber er hat es gezeigt. Also, diese Dosierungen sind Baby-Dosierungen. Und genauso wie mit allen anderen Dingen. Also, und dann wird den Männern erzählt, ja, Zucker. Oder die Männer denken, Bier sei gesund oder sei männlich. Alkohol und vor allem auch Bier. Nein, Phytoöstrogene. Zwar nicht so schlimm, im Tofu gibt es auch Phytoöstrogene, damit das ist noch der eine Teil, aber der Alkohol schwächt die Leber. Wenn die Leber geschwächt ist und so weiter, Cholesterin, das hat alles damit zu tun, Vorläufer der Hormone, Testosteron und so weiter. Cholesterin wird gesenkt bei den Männern.
mit sogenannten Statinen, also Cholesterinsenkern, die wiederum die Herzgesundheit schwächen, weil Statine die Cholesterinsenker machen. Wir reden vom Mann. Viele Männer haben einen Herzinfarkt. Übrigens, früher waren bei Frauen weniger, heute haben die das fast genau gleich. Und dann, diese Statine, diese Cholesterinsenker machen, dass das für die Herzgesundheit so wichtige Coenzym Q10 gesenkt wird. Und neuerdings haben die dann gesagt, okay, dann verkaufen wir diese Statine, diese Cholesterinsenker, glaube ich, Pfizer war das, und machen da ein bisschen Coenzym Q10 rein. So ein Witz, wie wenn du Brot kaufst und alle Weißmehl und die ganzen wichtigen Elemente und Weißmehl daraus machst, Ballaststoffe, alles weg, fällt für den Darm, Ballaststoffe, krank, leaky gut. Und dann fügt man wieder Vitamine und irgendetwas zum fertigen Teig hinzu. Sein Witz. Also, die Männer werden so krank gemacht auf der physischen Ebene. Und diese gesunde Ernährung eben, muss sagen, wirklich eine sehr, sehr gesunde Ernährung. Sehr, sehr wichtig. Nochmal zum Zucker noch ganz kurz. Zucker, und da kommen eben wieder die amerikanischen Ärzte, wirkt wie Arsen. Das kann man, das ist übertrieben. Doch, wie Arsen. Natürlich, Arsen brauchst du nur Spuren im Nanobereich oder so, oder im Mikrobereich und bei Zucker kannst du löffelweise. Aber es schwächt, hat die gleiche Wirkung auf die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen. Und genau das macht diese chronische Müdigkeit, macht alle 20 Sekunden wird ein diabetischer Fuß oder Unterschenkel amputiert. Zucker. Also, und wer macht das? Diese Manipulation, Zucker wird als Nahrungsmittel, Nahrungsmittel suggeriert Nahrung, suggeriert Nährstoffe. Zucker ist kein Nährstofflieferant, sondern ein Nährstoffräuber. Und wo haben wir am meisten, wenn wir Zucker eben da, Zucker, wenn du Zuckerwasser hast, ist es leicht alkalisch, also basisch, wenn du einen pH-Wert, einen Lackmusstreifen in ein Glas Zuckerwasser hältst. Ja, basische Ernährung, dann trink doch Zuckerwasser. Nein, Basen bildet, ja eben, das ist. So, also, basisch, sondern Zucker ist extrem säurebildend. Was passiert, wenn wir unserem Körper immer säurebildende Produkte zuführen, muss der Körper, also unser Blut, die Homöostase, die Weisheit des Körpers, das Immunsystem, irgendwoher Basenpuffer holen. Und warum haben eigentlich praktisch alle älteren Leute Gelenkprobleme, Gelenkschmerzen, Osteo von Knochen, Poröse, der poröse Knochen und so weiter, gläserne Knochen, Knochenbrüche und so weiter. Warum? Weil irgendwo muss das Blut wieder Basenpuffer holen. Wo haben die am meisten im Körper? Calcium und Magnesium ist basisch. Also Zucker ist oder sogar einer der krassesten Nährstoffräuber. Dazu kommt eben der ganze Alkoholkonsum. Oder die Männer denken, ein Bier und ein Burger. Ja, was für ein Burger? Das ist nicht einfach ein gesundes Stück, gesund Biofleisch, Lamm oder irgendetwas von der Weide. Nein, ein Burger, diese Patties, Hackfleisch, irgendwoher. Welche Männer machen dasselbe? Nein, und dann ist irgendwelche Dextrose, lies drauf. In jedem Fleischerzeugnis, in jedem, sei es Trockenfleisch, Würste, egal was, überall ist Zucker drin. Warum komme ich immer mit dem Zucker? Weil Zucker ist das größte Gift für die physische Männlichkeit. Die können auf alles verzichten, aber nicht auf Zucker. Die Man Leute kann können sagen, ja, ich esse kein Fleisch mehr, ich nehme kein, so, auch Käse und so, Milchprodukte. Sehr schwierig. Und dann sagen die, ich esse keinen Zucker mehr und esse trotzdem einen Burger. Mayonnaise, Zucker drin und Branntweinessig. Cornichon und gesunder Senf. Es gibt einen einzigen Senf jetzt fällt mir die Marke nicht ein, aus dem Reformhaus, der hat, vielleicht Piotr kann sein, bin ich mir jetzt ich nicht glaube sicher. nicht, ich glaube nicht, so, aber Piotr glaub, kann sein, aber ich glaube, es gibt einen einzigen, ich habe lange gesucht, mit dem kleinen Zwerg drauf da. So ein klein, eine lustige Marke, nicht Rapunzel, aber der einzige Senf. Nutzen wir. Zwergenwiese vielleicht. Zwergenliese. Okay. Genau. Und der hat Apfelessig drin, Bio-Apfelessig, ein bisschen Meersalz. Perfekt, so ein feiner Senf. Der einzige Senf. Und sonst kannst du nirgends, egal, auch im Bioladen, Senf mit Zucker, mit Branntweine. Ah, der hat keinen Zucker, aber Branntweinessig. Was ist Branntweinessig? Schlechteste Essig, hast du genauso Zucker damit. Oder die Leute essen eben. Und Mayonnaise, Senf, Ketchup. Das ist ein Dessert. Ketchup.
Also, und das macht die Männer so chaotisch, weil Fleisch ist Yangsäure bilden, Zucker ist Yinsäure bilden. Dann hast du das Brot, was kein Brot ist, irgendwie die Ding. Und Weißmehl. Weißmehl hat den gleichen, fast den gleichen glykämischen Index wie weißer Haushaltszucker. Jagt den Blutzucker hoch. Und die Leute denken, ja, ich nehme jetzt Dinkelpasta. Dinkel ist auch Weizen, heute nicht mehr so gut. Und dann ist es auch eine weiße Dinkelpasta. Und ich habe mit so vielen Leuten seitdem immer schon darüber gesprochen. Und dann sage ich, dann nimm doch wenigstens, ja, das sieht nicht so schön aus auf dem Teller. Es gibt Maispasta. So lecker. Penne, Spaghetti, Vollkorn, Mais. Reispasta, Und Reis. Reispasta und Ja. Linsen, also es gibt ja schon recht viel. Sehr, sehr, genau. Sehr, sehr gesund. Und wenn du als Frau für einen Mann kochst und du ihn nicht so dünn und schwach haben willst, dann gib ihm genug Kohlenhydrate, genug Proteine und er verbrennt das. Also, eine sehr, sehr gesunde Ernährung zu Alkohol. Alkohol ist fermentierter Zucker. Und die Extrem. Zigaretten hast du auch mal angesprochen und das wissen ganz viele nicht, glaube ich. Die rauchen immer nur normale Zigaretten. Ja, das ist auch sehr wichtig. Wenn man schon raucht, dann aus Genuss. Und die ganzen Zigarettenindustrie, diese großen Marken, ist alles voller Chemie, Glyphosat gespritzt. Ich habe ein Buch darüber geschrieben, die Wahrheit über das Rauchen. Warum? Das ist etwa das Gleiche, dass die Könige, die selbsternannten Eliten, via ihre Systemmedien den schlafenden Menschen, die sie so krank gemacht haben, dass sie das gar nicht mehr checken, erklären, ja, der Meeresspiegel steigt. Warum haben alle reichen Leute ihre Villen noch und nöcher am Meer? Und irgendwo an den Seen am Meer? Nein, Meeresspiegel steigt nicht, sinkt sogar. Tatsache kann man dort sehen. Also, und jemand, der es nicht glaubt, liest es doch selber nach. Es läuft eigentlich bei dir. Also, Leute können das alles nachlesen und selber schauen, nicht einfach etwas glauben. So, und beim Zigarettenrauch ist es genauso wie eben bei den Villen. Warum rauchen alle diese reichen, bekannten Leute, teure, handgemachte und handgedrehte Zigarren oder gute Zigarillos, die kannst du normalerweise gar nicht kaufen. Und nicht irgendein Schrott. Das ist nichts anderes als Bio-Naturtabak. Gemäß diesem Deutschland, Schweiz, auch in Russland, Bundesämter für Gesundheit, darfst du diese Produkte nicht als Bio deklarieren, Biotabak. Darf man nicht. Bio-Zigaretten dürfen die nicht auf die Verpackung schreiben. Was die aber dürfen ist, es gibt ein Bio-Wein und ein Bio-Bier. Das ist ja interessant. Aber beim Tabak nicht. Tabak wird sehr, sehr stark bekämpft. Und wenn du denkst, die Männer trinken so viel mehr als die Frauen, so viel Alkohol. Und Alkohol macht ein Mann, es fermentierte Zucker und schwächt dazu noch die Leber. Und Testosteron und erhöht Östrogen und so weiter. Genau das, was wir nicht wollen. Und Alkohol ist so zugänglich, wird überhaupt nicht bekämpft. Weil auch nochmal, wenn du da die Könige hast und die haben ihre eigene Armee und ihre eigene, weil die Soldaten, die dürfen, wenn sie Einsätze haben und so, da gibt es keinen Alkohol. Da gibt es Disziplin und Ordnung und so, da kommen keine, ja, wird zwar jetzt alles auch verwässert, fällt das System fällt zusammen. Und du hast auf der einen Seite die Könige, auf der anderen Seite, wenn du, dann willst du doch die Männer oder die Menschen, die Männer sind so vergiftet, Alkohol, Fußballspiele, das einfach im Konsum. Also und jetzt zum Tabak. Es gibt Studien, die zeigen, dass Männer, die rauchen, deren Testosteronspiegel um 15% höher ist. Das können wieder die, brauche ich nicht, muss man ja auch nicht. Gibt es einfach diese Studien, aber nur bei Bio-Naturtabak. Das ist nichts anderes als das Tabakblatt. Ich war ja bei der Ernte und überall dabei. Und Wasser und fertig, sonst nichts. Wird getrocknet und gerollt. Kein Parfüm, keine Zusatzstoff, kein Glyphosat, nichts. Weil die Tabakpflanze und die Kaffeepflanze sind die Pflanzen, neben dem Weizen auch, die am meisten gespritzt werden, weil damit halt viel Geld gemacht werden kann. Ja, und genau, warum wird, früher haben so viele Männer geraucht und heute dampfen die dieses Dampfen da. Ist ja nur noch Chemie drin, es ist nur noch Yin. Aber Rauchen,
Rauchen, diese Tabak, das, was man inhaliert, ich habe es im Immunologiebuch drin und im Raucherbuch und im Manipulationbuch, diesen Bereich. Rauchen ist sehr stark yang. Ja? Das heißt, Raucher haben auch oft einen leicht erhöhten Hämoglobin, respektive auch Hämatokrit, also mehr rote Blutkörper. Ist ja klar, aber das kann man beeinflussen am meisten, dass man einfach genug Flüssigkeit trinkt. Abgesehen, anderes Thema, aber das hat viele Faktoren. Also, und ja, alles, was die Männer männlich machen würde oder für die Männlichkeit, heute fahren sie nicht mit einer Harley rum oder mit einem schönen Motorrad, sondern mit ihren Rollen. Keine Bewegung mehr. Also, und neben dieser sehr, sehr, sehr gesunden Ernährung, ohne Zucker, ohne Alkohol, ist ja klar, kann man mal ein schönes Glas Wein irgendwo, das geht das gar nicht. Aber ohne Zucker, ohne Alkohol, ohne diese Fleischerzeugnisse, ohne Weißmehlprodukte, das zähle ich auch, schlechte Kohlenhydrate auch dazu. Und die ganzen Fluoridsachen, Zahnpasta, Plastikflaschenwasser, die ganzen Hygieneprodukte und so weiter, das alles weglassen. Und für den physischen Bereich, für die gesunde Ernährung, damit du da mit dieser gesunden Ernährung auch Muskulatur aufbauen kannst. Sehr, sehr wichtig für den Mann, körperliche Fitness. Am besten, es kommt auch wieder von den Amerikanern, die es so erkennen, wir haben auch Kieser da und die ganzen Studien, Fitnesscenter, hat das schon damals gesagt. Egal in welchem Alter. Übrigens, die Männer, sind nicht wie bei den Frauen, die in eine Menopause kommen. Der Mann produziert sein Leben lang Testosteron. Ja? Und natürlich nimmt es ab. Es nimmt aber viel zu schnell, viel zu krass ab. Und wenn du zu wenig Testosteron hast, kannst du keine Muskulatur aufbauen, hast und so weiter, die ganzen Probleme kommen. Und je mehr Zucker, desto weniger Testosteron. Und desto mehr Yin fühlst du dich als Mann. Und wenn du am Morgen eine kalte Dusche nimmst, als Mann, dann schaudert es dich und du hast Angst vorher, das zu tun und das graust dich. Hast du genug Testosteron? Hast du genug Yang? Hast du genug Männlichkeit durch eine gesunde Ernährung? Lass mal den Zucker weg, lass das alles mal weg und dann freust du dich. Hier 3 Minuten eiskalt. Jetzt ist das Wasser viel zu warm, da braucht man ein Eisbad. Viel zu warm im Sommer, das ist nicht kalt. Im Winter wird es schon kälter aus dem Wasserhahn, was das Wasser rauskommt. Also, und dann graust das einem auch gar nicht. Man muss man auch keine Angst haben, oder man freut sich darauf. Man freut sich, die Dinge in Angriff zu nehmen. Man freut sich und sagt, das ist mein nächstes Abenteuer. Wir haben noch nicht mal begonnen. Das ist die Einstellung und das ist auch Männlichkeit und das fehlt heute. Oder die meisten Leute, wenn du die fragst, was ist dein Ziel irgendwo, wenn du mal älter wirst? Ja, ich werde pensioniert sein, ich werde das und dann höre ich auf. Nein, es gibt Leute, die mit 60 oder 70 sagen, ich beginne noch ein neues Ziel, ich eröffne noch dieses Unternehmen oder ich mache das und das. Und wenn du keine Ziele hast, und das bedeutet auch, wir reden ja jetzt vom Mann, die Frauen können das genauso haben, Ziele, immer Ziele zu haben und ein Antrieb, aber dieser Antrieb fehlt. Also körperliche Fitness, dieses Training gegen Widerstand auf den Kraftmaschinen zum Beispiel und so weiter, so wichtig. Und je mehr Muskulatur du hast, natürlich nicht übertreiben, aber die Leute, die denken, oder wenn manchmal die Frauen sagen, ja, aber wenn ich mit Krafttraining beginne, dann habe ich dann plötzlich so dicke Arme. Ja, trainiere erst mal und dann sehen wir, weißt du, wie hart das du trainieren müsstest? So, man kann ja auch, so, und alleine nur Cardio-Training, Ausdauertraining, ja, verbrennt dir mit der Zeit schon Fett, dann baut dir keine Muskulatur auf. Deshalb natürlich ist es auch wichtig, Herz-Kreislauf-Training, aber je mehr Muskelmasse du hast, ist wie ein großer V12-Motor. Der verbrennt viel mehr Brennstoff und genauso verbrennt oder quasi verstoffwechselt, verbrennt jemand, der mehr Muskulatur hat überall, verbrennt viel mehr Fett, auch im Schlaf. Das heißt, wenn du eine Figur machen willst, dann musst du Krafttraining machen. Und dann, und für die Männer ist es sehr, sehr wichtig, für die Haltung, für die ganze Ausstrahlung, das Auftreten nach außen, damit du deine Frau, deine Familie, deine Kinder, deine Leute und dich auch beschützen kannst. Und das ist in den letzten 2 Jahren nicht passiert.
Und sieht man ja, wie sich das, wohin sich die Gesellschaft entwickelt. Und während die Männer mehr männlich, wie ein Yang-Plus-Magnet, und während die Frauen mehr weiblicher, wie ein Yin-Minus-Magnet, als Beispiel, dann zieht sich dieses Magnet viel stärker an. Und heute sind die Männer viel zu weiblich, viel zu Yin, viel zu übersäuert. Und die Frauen sind viel zu männlich, viel zu young, viel zu dominant. Und deshalb funktioniert das nicht mehr. Ja. Und auf metaphysischer Ebene, was stärkt da die Männer am meisten? Das ist sehr wichtig zu verstehen. Wenn wir die zwei Bereiche trennen, Körper und Geist, dann passiert ein Fehler. Denn wenn wir denken, ja, ich stärke jetzt nur den Geist, ich werde meditieren oder irgendetwas. Nein, umgekehrt. Natürlich, das stimmt, der Geist lenkt den Körper. So habe ich das gelernt. Seitdem wir schon. Der Geist lenkt den Körper. Jetzt stell dir vor, umgekehrt funktioniert das genauso. Wie funktioniert das umgekehrt genauso? Alles ist Nahrung. Das heißt, wenn du kannst ja deinen Geist so schwächen, bis dein Geist in eine Depression kommt und du Suizid machst. Und du tötest ja nicht deinen Geist, ich komme gleich dazu, sondern deinen Körper. Wie passiert das? Du gehst zum Arzt, fühlst dich müde oder chronisch oder weil du eben Testosteronmangel hast oder genau, verschiedene Dinge. Und dann bekommst du einen Psychopharmaka. Benzodiazepine, wie auch immer. Die meisten Psychopharmaka haben als ein Hauptinhaltsstoff, es wird nicht so deklariert, Fluorid. Ah, das ist ja interessant, was da. Da werden die Leute alle, die ganze Gesellschaft hier eingeschläfert oder ruhig gestellt. Und wenn das nicht reicht, kommen noch die Chemtrails dazu und Zucker und die Schlumpfung und das, das. Ja, aber du, wenn das so wäre, würde das ja bedeuten, die Menschen da sind schon ziemlich zäh, dass es so viel braucht. Und trotzdem funktioniert es ja nicht bei allen. Und die, die da standhaft sind, die sind ja noch viel zäher. Da haben eine sogar eine gewisse Weisheit. Ist ja verrückt. Genauso funktioniert es. Also, und jetzt umgekehrt. Natürlich auf metaphysischer, auf geistiger Ebene. Wissen, was man will. Das ist Männlichkeit. Wissen, was du willst. Und sagt ja oft, ja, die Frauen sind in der Garderobe. Ist auch so Klischees. Muss ja alles nicht stimmen. Die brauchen vielleicht ein bisschen länger oder man muss sich entscheiden. Ein Mann, der eine halbe Stunde überlegen will, was er essen will oder was sein nächster Schritt ist oder sein Plan. Nein, schnelle Entscheidungen treffen und zwar die richtigen. Das ist auch Männlichkeit. Und zwar, wenn du beim Autofahren bist und alleine oder deine Familie dabei hast und ein Schaf rennt dir, es muss ja kein Schlafschaf sein, rennt dir über die Straße. Du musst blitzartig reagieren. Das gehört alles dazu. Und es funktioniert nur, wenn du physisch überall gesund bist und auch eben geistig. Also, wie funktioniert das nämlich umgekehrt? Gehst du zum Arzt, dann bekommst du ein Psychopharmaka, irgendeine Tablette gegen deine Depression und auf der Packungsbeilage steht, Achtung, Nebenwirkung, Depression und du wirst suizidgefährdet. Was? Ist wie bei den Senfgastherapie, wird auch Chemo Therapie genannt, Senfgas, die sogenannten Zytostatika, wo es drauf heißt, die Nebenwirkung, also ein Nebenschauplatz. Nein, es ist genauso eine Wirkung. Du hast eine Wirkung und eine zweite Wirkung. Die eine Wirkung ist, es tötet deine Zellen und die zweite oder die gleiche, die Wirkung, die auch mitkommt, ist, es tötet dir gleich auch die gesunden Zellen. Also was heißt hier Nebenwirkung? No. Könnte man auch sagen, das Giftige ist die Wirkung und die Nebenwirkung ist, es tötet direkt klar. No, es tötet nicht die Krebszellen. Nur, es tötet alles. Also, und das ist dasselbe. Und wenn jetzt jemand eine Psychopharmakon nimmt, dann schwächt es doch nicht nur seinen physischen Körper. Wie wenn jemand ein Beta-Blocker oder auch hier Psychopharmakon. Und er ist impotent und er hat keine Libido und er ist müde am Morgen und so weiter. Das hat so viele Einflüsse. Kann er doch nicht mehr ruhig meditieren, dann kann er doch nicht mehr ins Gym gehen. Und dieser Antrieb, egal ob jemand ein Weltmeister ist im Armwrestling oder egal was, die Profis, die da vorne mitspielen, die wissen das alle und die sagen alle, natürlich ist der Körper wichtig, aber der Geist,
Der Antrieb, unser Bewusstsein, ist das überhaupt der entscheidende Faktor. Der Geist lenkt den Körper. Das stimmt, wenn man das einmal verstanden hat. Und dann, wenn man das verstanden hat, muss man aber auch wissen, es funktioniert auch umgekehrt. Du kannst jeden Tag Zucker und Mohrenköpfe und alles kannst du essen. Denkst du dann, dein Geist funktioniert noch richtig? Und wenn du so Schmerzen hast und übersäuerte Gelenke, kannst du auch nicht mehr in Ruhe meditieren. Das ist wie wenn du so starke physische Zahnschmerzen hast, dann kannst du auch nicht in Ruhe meditieren. Und denkst, aber meditieren ist doch etwas Geistiges. Verstehst du? Deshalb erkläre ich das immer wieder. Das ist so wichtig zu verstehen. Körper, Seele und Geist sind eine Einheit. Und wenn es viele gibt, die jetzt, sie haben in die Irre leiten lassen, durch diesen Esoterik, ja, total. Müll und denken, ja, aber wir sind der geistige Wesen. Ja, schön. Warum hast du dann überhaupt einen physischen Körper? Nein, solange wir diesen physischen Körper haben, ist es genauso wichtig. Aber auch da, nochmal, natürlich, unser Geist lenkt den Körper. Denn jemand, ich habe diesen Spruch, kommt von mir, habe ich geprägt, gesunde Menschen haben ein gesundes Bewusstsein. Deshalb sind sie ja gesund. Und ein gesund Und kranke Menschen haben ein krankes Bewusstsein, deshalb sind sie ja krank. Und wenn man das nicht versteht, fühlt man sich sofort beleidigt, weil man es nicht versteht. Wenn wir Bewusstsein richtig verstehen und krank richtig verstehen, und das gilt eben für die Männer genauso. Krank bedeutet nichts anderes als aus dem Gleichgewicht. Und ein gesundes Bewusstsein oder Bewusstsein bedeutet auch meine Urteilsfähigkeit, eine gesunde, schnelle Entscheidungsfindung, urteilsfähig und ein gesundes Bewusstsein, weil die gesunde physische Nahrung, die mich gesund macht, und weil die gesunde geistige Nahrung, und geistige Nahrung heißt, ich gehe nicht am PC oder am Ding und spiele ein Ballergame, wo ich andere Leute runterknalle, oder die Männer, die alleine sind und die ganze Zeit nur Pornografie konsumieren, das funktioniert so nicht. Das ist krank, das heißt aus dem natürlichen Gleichgewicht. Und genauso deshalb, also, natürlich für die geistige Ebene. Und wenn du ein starkes Bewusstsein hast und somit dann ein gesundes Bewusstsein, wirst du auch einen gesunden Körper haben. Und umgekehrt. Und dann kalte Duschen, gesunde Ernährung, ja, Meditation, Atemtechnik, alles auch das Metaphysische. Und dann ist es ganzheitlich. Ich würde sagen, für die Männer erstmal zum Beginnen, sein Mann doch zuerst nicht meditieren. Das ist wie früher bei den Zen-Meistern. Die Jungen, die mussten zuerst mal das Kloster schrubben. Man nennt es Samu, oder? Schrubben und putzen und den Garten machen. Weil sonst verhungern die. Die müssen ja auch. So, das heißt zuerst, wie in den Kampfkünsten. Zuerst kommt die physische Stufe, das harte Training. Und erst wenn du älter wirst, kommt die geistige Lehre und dann befasst man. Das heißt nicht, dass man das immer so trennen muss. Das spielt auch rein. Aber die Alten müssen nicht den Garten machen und die Jungen sitzen da und können meditieren. Also, alles hat seine Zeit. Und unser Leben verläuft, für die Männer sehr wichtig auch, unser Leben verläuft immer von Yang nach Yin. Als kleines Kind bist du noch nicht so geistig und spirituell und wirst eigentlich geraus und physisch etwas spielen. Halt, natürlich sind wir als Baby noch, aber dann wird es schon wieder, das ist ein großes Thema, schon wie als Baby bin ich noch näher bei. Natürlich, ja, aber auf der physischen Ebene und auch auf der metaphysischen Ebene werden wir, je älter wir werden, immer mehr Yin und spirituell und geistig. Wenn, nicht alle, aber ich sage von einem natürlichen, gesunden Verlauf, wie unsere Entwicklung verläuft. Und jetzt müssen wir etwas verstehen. Wenn man dann als Mann denkt, ja, jetzt habe ich abgeschlossen mit dem physischen Training, jetzt bin ich 60, jetzt mache ich das nicht mehr, jedem seine Entscheidung. Wenn du aber deinen physischen Körper trotzdem gesund haben willst, dann mach etwas dafür und zwei Dinge einfach. Gesunde Ernährung und Training für Krafttraining für die Muskulatur. So einfach. Dann hast du das schon. Kannst du immer noch ein bisschen Cardio-Training machen und meditieren und das alles. Aber zwei Dinge. Gesunde Ernährung und Muskulatur. Und was hat ein Mann für ein Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen und ein Auftreten? Stell dir mal vor, es gibt auch da wieder aus den USA Andy Elliott. Das ist ein Verkaufstrainer in der Automobilbranche. So eine kaputte Branche und schwierig überhaupt
etwas zu verkaufen, ein Autoverkäufer, schwierig. Und dann hat er ein Business, früher war er ein bisschen aufgedunsen und so und so. Dann hat er sich kurze Haare gemacht, dann hat er begonnen mit Training, sein Gesicht wurde plötzlich definiert und man sah die Wangenknochen richtig sportlich und er hat sich gute Kleider gekauft. Dann hat er begonnen als Verkaufstrainer und er sagt, in meinem Team, und man sieht es in seinen Videos, in meinem Team, meine Mitarbeiter, darf keiner fett sein. Direkt sagt er das. Die müssen alle trainiert sein. Warum? Stell dir mal vor, zwei Männer, ein Bewerbungsgespräch, gleiche Qualifikation quasi. Welcher bekommt den Job, der besser aussieht, der eine bessere Ausstrahlung hat, der sie, und genauso funktioniert es im Leben. Und deshalb ist dieses physische Training, und wenn du stark bist, wirst du auch viel weniger irgendwo attackiert oder frech angemangelt oder irgendetwas. Natürlich ist es wichtig. Oder auch für dich selber, aber auch nach außen. Physische Stärke und Training ist für den Mann so wichtig. Ja. Ja, und nächstes Mal gehen wir dann auf die Frauen ein. Da bin ich auch schon neugierig, was du dazu sagen wirst. Heute Okay. ist es mehr um die Männlichkeit gegangen. Vielen, vielen Dank für alles, was du geteilt hast. Ja, danke auch, Nina. Danke. Für mehr Leuchtkraft-Inspirationen kannst du gerne den YouTube-Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Du findest unter den Videos meinen Telegram-Kanal und über meine Website kannst du gerne meinen Newsletter bestellen. Bis zum nächsten Mal bei Leuchtkraft TV.